Die heiße Jahreszeit liefert neben Badespaß und Urlaubsgefühlen leider auch Gefahren. Wenige Niederschläge sorgen regelmäßig für Waldbrände. Um dem entgegenzuwirken, werden von den Einsatzkräften regelmäßig Übungen abgehalten. Übungsschauplatz waren diesmal die Gössertürme im Raum Passail im Bezirk Weiz. Solche Übungen sind die Grundvoraussetzung, dass man einen Ernstfall erfolgreich abhandeln kann. Wir sind ja zurzeit in einer sehr kritischen Phase der Waldbrandgefahr, da es ja schon Wochen oder Monate lang nicht mehr geregnet hat und dadurch der Boden sehr, sehr stark ausgetrocknet ist. Die Ursache eines Waldbrandes kann viele Gründe haben. Der häufigste Waldbrandverursacher ist der Mensch selbst. Das sind weggeworfene Zigarettenkippen von den Wanderern. Das können Glasscherben sein von Flaschen oder von Gläsern. Das kann natürlich auch eine natürliche Ursache sein. Und das sind die Blitzschläge, die auch sehr häufig einen Wald in Brand setzen. Vom Verhalten der Menschen ganz wichtig, wenn sie irgendwo einen Waldbrand oder einen Rauch sehen in einem Wald, sehr schnell sofort den Feuerwehrnotruf 122 anrufen und die weiteren Schritte wird dann die Feuerwehr unternehmen. Bestimmte Einsatzlagen machen den Einsatz von Fluggeräten erforderlich. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel ein Brandherd in unwegsamen oder entlegenen Regionen nicht erreicht werden kann. Diese besonderen Situationen erfordern von allen Beteiligten eine besondere Taktik und Technik. Besonders wichtig für den Feuerwehrflugdienst ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Hubschrauberbesatzungen. Wir sind ja sehr schnell drehende Teile dabei, die eine große Gefahr für die Feuerwehrflughelfer, aber auch für die Hubschrauberbesatzung selbst darstellen und jede Unachtsamkeit kann hier zu schwersten Folgen führen. Erstmalig in Österreich war bei dieser Fortbildung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark neben dem Eurocopter der Polizei auch ein Black Hawk Hubschrauber des Bundesheeres im Einsatz. Dabei war ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3000 Litern Wasser im Einsatz. Der E70 Black Hawk hat natürlich den großen Vorteil, dass er auf einmal gewaltig viel Wasser transportieren kann und es auch abwerfen kann, beziehungsweise Randgebiete benetzen kann, um eine Brandausbreitung im Wald zu verhindern. 18 Feuerwehrflughelfer aus 10 steirischen Bezirken mussten zur Waldbrandbekämpfung im schroffen Gelände abgesetzt werden. Die Brandbekämpfung erfolgte mittels Löschwasserrucksäcken durch die Flughelfer und durch den Abwurf von Löschwasser aus der Luft. Ein weiteres Übungsziel war die Zusammenarbeit der Feuerwehrflugdiensteinheit mit der Flugpolizei zu vertiefen, sowie das richtige Verhalten am und im Hubschrauber. Eine wichtige Grundlage für diese Feuerwehrflughelfer ist die Seiltechnik. Also die müssen alle entsprechend Seilkenntnisse haben, müssen sich im schroffen Gelände, im alpinen Gelände, im steilen Gelände sichern können, abseilen können. Da auch dort können Brände auftreten und diese müssen natürlich auch gelöscht werden. Und dann natürlich immer wieder der Umgang, die Zusammenarbeit mit den Hubschraubern. Pro Jahr verzeichnet der Feuerwehrflugdienst durchschnittlich 15 Hubschraubereinsätze im Rahmen von Waldbränden, wobei die steirischen Feuerwehren in ihrer Einsatztätigkeit jährlich rund 200 Mal mit Hubschraubereinsätzen zu tun haben. Hierbei ist die ständige Fort- und Weiterbildung unumgänglich. Der Feuerwehrflugdienst stellt an die Flughelfer die höchsten Anforderungen. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.